wieder abhauen und sich sowas nicht antun. Schauen wir einfach mal, ob das jetzt eventuell funktioniert. Wie hat jetzt das Einzige, was ich jetzt nochmal gucken muss, ist das Mikro wieder auf der vernünftigen Lautstärke? Ist es perfekt. Was ich jetzt auch nicht gestartet habe, weil der ja auch über meine IP-Adresse läuft und dementsprechend auch Traffic Upload, Download verbraucht, ist der Mopedbot. Sorry an der Stelle, der ist jetzt nicht da, den habe ich jetzt nicht im Merk gestartet, weil wegen Performance und, hast du nicht gesehen, sparen. Ich möchte jetzt nicht irgendwas sinnlos verschwenden an Performance, was nicht gerade da ist. So, von daher lassen wir den heute mal bitte weg. Müssen ja irgendwie gucken, dass das restliche Rahmenprogramm funktioniert. So, das habe ich auch an. Unity Media. Ja, Unity Media. Interfactor. Ich hoffe, ja. Und die haben anscheinend heute Probleme. Hatte gerade einen Upstream von 0,7 Mbit. Da ich mit 2,2 normalerweise streame, hat das zu etlichen Lags geführt. Nicht so schön. Ach, jetzt bin ich völlig aus der Fassung, warum mache ich das weg? Frage ich mich auch, keine Ahnung. Weil das bräuchte ich schon noch, um hier irgendwas zu sehen. So. Ja, der Return of the Moped Bot im nächsten Stream, wenn alles wieder funktioniert. Wie gesagt, jetzt muss ich mir nicht erschrecken, das Ding hier nochmal irgendwo hinwubbeln. Ich glaube, so ist in Ordnung. Und dann können wir mal gucken. Ja, die drei von der Tankstelle hatten wir ja gerade erledigt. Das heißt, der eigentliche weitere Weg ist jetzt ja frei, den wir zum Boss haben wollten und brauchten. So, gehen wir mal nach hier hin, gucken, was passiert. Im Moment passiert nichts, keine Drops. Ich bin begeistert. Ich bin ein bisschen begeistert. So. Ja, bis jetzt scheint es zu laufen. Drückt mal die Daumen, dass Twitch dort, nicht Twitch, dass Unity Media nicht weitere Probleme oder Engpässe hat. Wie gesagt, das kann natürlich passieren, wenn irgendwo wirklich irgendwas kaputt ist, dass es gleich wieder einbricht. Meistens hat es ja einen Grund, dass irgendwas ausfällt, weil irgendwo ein Switch oder was weiß ich, ein Backbone, ein Bugger oder was weiß ich, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. So. danke, Hans Benger. Gibt natürlich jetzt Leute wie Yassi, habe ich noch gesehen, nach die Yassi, auch wenn er das vielleicht jetzt nicht mehr hört, die jetzt halt einfach gehen, weil er ist natürlich ärgerlich, wenn halt irgendwas technisch nicht funktioniert. Die Frage, die ich mir jetzt an dieser Stelle hier stelle, müssen wir jetzt alle von diesen ehemaligen Schweinis machen, weil die sind eigentlich nur hartnervig, blockieren aber halt extrem den Weg. Und da weiß ich nicht, ob wir die machen müssen. Die sind dann einfach in so schieren Massen und extrem nervig. Oh, keine Drops. Immerhin. Gerd Huschka und alle anderen. Schön, dass ihr geblieben sind. Schön, dass ihr noch da seid. Wie gesagt, jetzt muss ich auch erstmal gegen meinen kleinen Frust ankämpfen. Ah, sowas mag ich halt gar nicht, so technische Scheiße. Kannst du halt nicht beeinflussen. Du bist halt so abhängig von dem Internet. Und wenn es dann halt eben rumzickt, das ist halt super buchstum. Oh, der Schaden! Also ich glaube, für die Zukunft ist hier durchrennen der bessere Plan, weil wir brauchen sonst einfach schon 30 Millionen Heilpots, bis wir beim Bosskampf sind. Glaube ich, das ist auch nicht so effektiv. Ist ganz sogar uneffektiv. Ich versuche mal durchzurennen. Was super klappt. Not. Obwohl es geht. Brauche im Endeffekt vielleicht eine Viole. Oder würde ich sagen, schauen wir mal in die direkte Boss-Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen hier gegen diesen Kasper-Clown in die Schlacht.
eine Geos irgendwas, ich glaube 140 oder sowas um den Dreh. Danke, Tanja. Danke, Tanja. So, und wir bleiben mal bei unserer Taktik aus dem Normal Game. Wir gehen zuerst nach oben und versuchen dort wieder diese lustigen kleinen Moped-Viecher zu machen. Also an den Soundeinstellungen Lay to Flex habe ich nichts geändert. Die sollten sein wie immer. Also ich sollte lauter sein als der Ingame-Sound. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Das müsst ihr beurteilen. Ich hoffe, es hat sich nichts verstellt. Kann passiert sein. Aber nicht, dass ich es wüsste. So, wir machen hier oben diese Bluttanten. Oder diese Bümmeltanten. Was die machen, habe ich bis jetzt immer noch nicht rausgefunden. Aber wir machen sie besser weg, als dass sie irgendwas machen, was uns nachher auf den Sack geht. Von daher, erstmal alles wegmachen, was irgendwie im Weg steht. Und auf der anderen Seite sind auch nochmal drei. Ja, so ein ähnliches Element, habe ich ja schon gesagt, wie beim Turmritter in Demon's Souls, dass die von oben irgendwas machen, was nicht gut ist. Die schießen ja irgendwie Kram auf den Boss. Ob das den jetzt heilt, ob das den bufft, ich weiß es nicht. Wir machen sie einfach tot. Hat beim ersten Mal auch nicht geschadet. Von daher machen wir es beim zweiten Mal genauso. Bis auf die Ausfälle, die wir gerade hatten mit den Unity Media Internet streikt, geht's. Wie gesagt, jetzt müssen wir, warum laufe ich hier rum? Wir könnten doch auch hier runter gehen. Das ist doch völlig egal. Heute so wenig da. Ja, StratTV. Genau, da sagst du was. Holt mal mehr Leute ran. Für die Partnerschaft. Ich brauche mehr Zuschauer. Go, go. Nein, nicht daran, dass wir den Stream jetzt 3-4 Mal neu gestartet haben. Völlig verständlich. Das ist halt dumm. Also ein Stream-Neustart ist halt immer das Schlimmste, was dir halt passieren kann. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der mich irgendwann one-shottet. Deswegen, ich bleib mal voll. Ich bleib voll. Sicher ist sicher. Achso. Ja, hier ist Siffe. Die gut Schaden macht. Die richtig gut Schaden macht. Aber die kleinen Pieksebeine machen auch gut Schaden, sehe ich gerade. Wo hatten wir denn letztes Mal draufgehauen, wo wir keinen Schaden gekriegt haben? Hier auf dem Bein? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, die Explode. Ich weiß es nicht. Wir hatten den letzten Mal so ein bisschen Überlevel gemacht und da relativ schnell weggerubbelt. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Ich glaube, da stand man nicht. Nein, da stand man nicht. Da stehen ist dumm. Also hinten stehen, weil er nach vorne runterkotzt. Okay, der Schaden im Endeffekt Plus ist real. Ach ja. Sultatus, auch du, sei gegrüßt und Leichenregen GG. Ja, wie gesagt, den hatten wir halt First Try im Normal Game gemacht und da war nicht viel Taktik nötig. Deswegen muss ich jetzt im NG Plus erstmal die Taktik rausfinden, weil im Normal Game sind wir einfach hingegangen und haben den mehr oder minder jetzt so gespielt wie jetzt gerade und haben den einfach umgeroffelt. Da war halt nicht viel mit Taktik. Und wie gesagt, jetzt muss ich erstmal schauen, wo man bei dem Safe steht, weil wir hatten schon richtig gut Leben und alles Mögliche im Normal Game und auch den Schaden. Und der war halt super schnell First Try kaputt. Hat mich halt ein bisschen gewundert. Und deswegen muss ich mir die Taktik jetzt erstmal angucken, wie man den halt spielen kann, was da überhaupt eine Taktik halt ist.
Leider jetzt auf die harte Tour dann im NG+. Aber naja, schadet ja nicht. Wie gesagt, wenn man halt erstmal einen Boss dann lernt. Genauso hatten wir Amygdala halt im Normal Game. Auch mehr oder minder umgeroffelt, bis wir dann halt die im Dungeon im NG+ halt hatten, beziehungsweise im tieferen Dungeon. Und dann auch nochmal lernen mussten. Ja, und wie gesagt, RIP ist leider nicht drin, ist aber auch in diesem Spiel gar nicht aktuell. Das ist noch von Dark Souls 2, wie gesagt, sorry. Das läuft ja über den Moped-Bot, der jetzt nicht da ist. Ja, wir ignorieren mal hier den ganzen Scheiß. Na, wobei, ich glaube, vorbeilaufen ist doch die bessere Alternative. So, machen uns tatsächlich einmal Blutspoletten. Ich hoffe, die kommen mir jetzt nicht alle nach. Oh, das liegt jetzt wieder am Spiel. Das sind wieder die Frame-Drops aus der Hölle. Und ich krieg schon Schaden von irgendwas, glaube ich, weil hier spritzt Blut. Und ich weiß nicht, woher. Anscheinend doch nicht. Ja, wieder natürlich als erstes die Bimmel-Fraktion. Wobei ich halt ganz gerne wissen würde, das könnt ihr in meinem Chat schreiben, ich hoffe, ich kann es nachher lesen noch, was diese Dinger hier machen. Okay, die greifen mir auch, der greift sogar nach hier oben. Ich denke halt, dass sie ihn wiederbeleben würden, weil sie halt bimmeln. Und, aber er spawnt er ja nicht, also muss es ja für ihn gelten. Es wäre halt relativ witzlos, wenn, wenn die Glöckchenläuter, die ja ansonsten irgendwas wiederbeleben, halt keine Funktion halt hier im Kampf hätten. Das hätten sie auch andere Mobs nehmen können. Ich würde dich gern locken. Dankeschön. Weil irgendwas schießen die halt auf den. Was das macht, ich weiß es nicht. Bin ich überfragt. Frame Drops keine. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ich bin begeistert. Der hat noch was gedroppt. Okay, die schießen einfach nur. Spiele ich zu greedy? Ich spiele wahrscheinlich zu greedy. Kann gut sein. Kann sehr gut sein, dass ich zu greedy spiele. Ich sollte wieder nach hinten. Alter, diese Hände. Diese Hände. Nein! Oh, ich wollte gar nicht hauen. Nein! Ja, ich wollte zurück. Ich wollte zurück. Nur da ging es nicht zurück, weil da war irgendwie die Wand. Wobei jetzt würde ich fast behaupten, ist die kleinere. Nein! Ist die kleinere Klinge besser? Ist zwar ein bisschen weniger Schaden, aber ich verbrauche nicht so viel Stamina. Und ich kann ein bisschen mehr ausweichen. Oh, jetzt ist er doch gelamed. Warum gehe ich denn jetzt weg, ich Arsch? Kotzeritis. Bombe. Verstehe ich. Was macht er denn jetzt? Oh, ich will hier weg. Ich weiß nicht, was er tut. I
einfach mal hier die Knochen vom Himmel regnen lassen. Aua, aua! Dieser Schaden! Heilen! Dieser Schaden in der Kotze. Die Kotze macht Schaden. Nicht zu knapp. Safe spielen. Tango, 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 Tango. Tanze Tango mit mir. Splatter. Erlegt. Naja. Okay, also einfach nur so ein bisschen rum, um ihn rumhüpfen und dann ab und zu ein bisschen Schaden machen und ein bisschen nicht sterben und alles wird viel besser mit Hell Yeah Second Try. Hier der Mopedmann Neugeborene, die Wiedergeburt, die Nachgeburt. Kaputt. Hurra. Perfekt, dann können wir hier mal ganz kurz das Dutzgerät benutzen und sagen Dutz für Dutzgerät. Perfekt, perfekt. Ja, dann haben wir den auch. Hurra. Hallo, Mikolasch. Ich hab hier alles. Ja, ich hab hier alles. Dann können wir hier mal ganz kurz die Mumie ansehen. 300.000. Oh, wir haben 300.000 Seelen. Ja, und wir gehen voran. Ja, komm, gehen wir einmal zurück, kaufen dafür ein paar Seelen, also nicht Seelen hier, Essos, Flakon, Violen. Schadet nur nicht, können dann eventuell auch noch das ein oder andere Level leveln. Oh, praise the Internet, Freunde, praise the Internet, sieht gut aus, kein einziger Framedrop. Ich soll es nicht beschreien, wahrscheinlich bricht gleich wieder das alles ein. Aber im Moment sieht's gut aus. Das ist schon mal die gute Nachricht an der Geschichte. Ja, mega sorry an der Stelle nochmal dafür, aber da steckst du halt nicht drin. Vielleicht irgendwann, wenn ich Millionär wäre, was ich mir holen würde. Ich würde ein eigener Internetanbieter sein wollen, würde einen eigenen wegbauen. Das wäre toll. Da zahlt es ja Millionen von. Ja gut, nicht Millionen, aber zigtausende. Und aber das wäre was, was ich ganz gerne hätte. Halt wirklich so eine Firmenleitung mit einer bumsmäßigen Anbindung. Das wäre toll. Wäre wirklich toll. So, was nehmen wir denn? Geschick? Ach, dann können wir noch einleveln. Ja, keine Ahnung, komm, dann skillen wir mal hier ein bisschen in Arkan weiter. Hurra. Dann zurück zum Unterrichtsgebäude. Zum Unterrichtsgebäude, zweiter Stock. Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin noch nicht mal ins Kabel gekommen. Oh, sorry. Das ist ein gutes, teures, rotes Kabel. Hört ihr mich denn jetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Sorry. Ja, okay. Ich bestelle mir ein neues XLR-Kabel. Ich habe aber nichts gemacht. Ich bin ja noch nicht mal dran gekommen. Alter. Das ist doch sorry. Immer noch. Achso, nun ist alles wieder gut. Ja, ich bin hier noch nicht mal dran gekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir nochmal ein neues XLR-Kabel bestellen. Aber jetzt, das ist ein original Rode-Kabel. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt. Sorry. Alter, ich bin so ein Noob-Amateur-Streamer. Erst geht das Internet nicht, dann ist das Mikro kaputt. Kann sich ja keiner angucken, was ich hier heute mache. Ist ja furchtbar. Oh mein Gott. Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Ich werde nie wieder streamen. Und Twitch wird nie mein Partner werden wollen. Ich muss schon gleich ein bisschen weinen. Huh?
extra, ganz ehrlich. Ich höre es in der Aufzeichnung vom Stream, dass es kaputt ist, aber ich kann es nicht reproduzieren. Ich habe, wie gesagt, die Kabel überprüft. Die sind fest, die wackeln nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir halt noch ein neues Kabel halt bestellen. Ja. Weiß ich nicht warum. Ja, Markus, läuft bei dir, ich sehe schon. Das läuft bei mir. Ach, kacke, Mann. Achso, wir hätten uns vielleicht auch Wahnsinn irgendwas ausrüsten können, ne? Warum schickst du mich in die Hölle? Oh mein Gott. Die Frage von gestern? Moment, ich muss mal eben den Mops mal kaputt machen. Das Item, was ich gestern gepostet habe, diesen Janamstein, was immer dieser Janamstein auch war, das wussten wir nicht. Eventuell, dass du dafür neue Ritual-Items bekommst oder so, das war relativ unklar. Ansonsten nichts Spannendes, leider. Und die Trophy, das war das Spannendste. Brocken. Brocken-Hype. Nicht erschrecken, ich mute mich. Ich mach mal das Mikro noch ein Stück tiefer. Es kann halt sein, dass das Mikro halt irgendwann übersteuert, wenn ich zu viel Input halt gebe. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, müssen wir mal... Ich bestelle ein neues Kabel. Ach, was weiß ich. An den, was kostet so ein Kabel? 20 Euro für so ein Kabel soll es ja nicht scheitern. So. Ziehen wir mal das Zeug mit dem meisten Wahnsinn an. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 19? Wer bietet mehr? 40 Schnabelmaske. Ach, das war das Set, ja, ich erinnere mich. Das war dieses Krähenfedergewand. Dann ziehen wir das an. Krähenfedergewand, Krähenfedermanschetten und Krähenfedern Hosen. Jawohl, ja. Ja. So, jetzt sind wir auch gegen Wahnsinn gerüstet. Das heißt, wir können uns hier eventuell nochmal das Beruhigungsmittel reintun. Was ich jetzt direkt nehme. Nein, habe ich nicht genommen. Okay, passt. Angedutzt hatten wir es. Perfekt. Achso, Dutz. Habe ich vergessen. Da liegt Loot. Ich will den Loot haben. Und dann laufen wir hier einfach mal Geronimo Röder-mäßig durch. Hurra, hurra. Hallöchen. Invincible. Ja, nicht nur die Follower zählen, sie sollten auch schon zugucken. Eisentakus, wie gesagt, wenn wir halt über die 100, 150 Zuschauer halten bis Ende des Monats, wäre ich glücklich. Wäre ich glücklich. Na komm, drauf geschissen. Hier mussten wir die kleinen Spinnies machen, die alle nach und nach kommen, bis die große Mutterspinne... Oh, immer dieses Geräusch, das macht mich völlig fertig. Was haben wir denn hier? Haben wir noch irgendwas verschmeißen können? Giftmesser, Kiesel, Blitzpapier. Na super, natürlich nichts mehr zum Schmeißen. Das ist schlecht. Das wollte ich nicht. Von den Dingern, ey, das ist unnormal.
Das ist so unnormal. Ja, tot. Also gut, den muss ich erledigen, damit ich ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten habe. Das geht sonst null. Das geht null. Alter, der Schaden von dem Moped, ey. Nee, Rocket Beans gucke ich halt nicht wirklich Rock'n'Roller. Ich habe mal reingeguckt, als sie gestartet sind, aber ja, Eisentakus, wäre ich glücklich. Wie gesagt, ist ja noch gar nicht so lange her. Vor Bloodborne hatten wir halt zum Teil auch 40 bis 70 nur. Wobei 70 dann schon super war. Wenn wir die Zahlen halten könnten, wäre ich halt super zufrieden. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen halt überzeugen können, dass ich ganz cool bin. Jetzt hier durch Bloodborne, dass die dann vielleicht auch bei anderen Klamotten schauen und weiter gucken. Fände ich geil. Ja, müssen wir halt mal schauen. Wäre ich aber super zufrieden mit. Und wenn wir dann halt bei Top-Spielen, Top-Releases halt dann mal wieder ein bisschen mehr haben. Alter, der Jean. Nochmal. Also den letzten müssen wir definitiv erledigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil der uns dann nämlich sonst folgt. Das ist nämlich nicht so cool. Den müssen wir machen. So, jetzt warten wir mal, bis der sich vielleicht überlegt hat zu gehen oder zu kommen. Durch die Türe haben wir sofort rechts. Stimmt, nee, bringt nichts. Weil hinten auf der Brücke steht noch ein NPC, also quasi wieder ein Jäger. Und den müssten wir auch erledigen. Die Frage ist, ob ich an dem vorbeirennen kann. Müssten wir mal testen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der Shortcut war. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der Shortcut war. Der war irgendwo hinter diesem Moped, Mann. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger. Unten. Unten. Hier. Loot. Ja, ja, geh weg. Holen wir uns erstmal das Leuchtfeuer. Denn hier gab es nämlich auch noch ein Dutzgerät. Dutz für Dutzgerät. Dutz. Ja, kaum spricht man, dass ich gerne über 150 Zuschauer hätte. Schon haben wir 150 Zuschauer. Danke fürs Einschalten. Das ist unglaublich. So. Und was ich auch ehrlich gesagt nicht weiß... ich bin kein Tontechniker. Ich weiß nicht, wie ein Mikro tatsächlich auf den Dampf reagiert. Weil das Großmembraner zum Beispiel, das Rode NT1A, wird ja mit 48 Volt Phantomspeisung betrieben. Und wenn halt, sage ich mal, der Dampf, der ja so ein bisschen Feuchtigkeit halt ist, auf diese Großmembran, die unter Strom steht, trifft, kann ich mir vorstellen, dass es da zu komischen Geräuschen kommt. Dieses Ding hier, der Procaster, wird ohne Phantomspeisung betrieben. Ist halt ein dynamisches Mikro. Da ist die Frage, ob da der Dampf halt was ausmacht. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das müsste eventuell halt mal ein Tontechniker beantworten können. Oder vielleicht Bloody Ace, der sich da so ein bisschen auskennt. Oder ich weiß nicht wer. Weil normalerweise sollte man die Mikros ja per se trocken lagern. Der Dampf leitet nicht, okay. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, war halt eben auch so ein Gedanke, weil komischerweise ab und zu in den Aufzeichnungen, wo ich geguckt habe, waren genau auch so komische Klamotten, wo dann der Dampf halt auf die Membran getroffen ist, gerade bei dem NT1A. Da war es halt schlimmer als bei dem hier. Deswegen versuche ich schon irgendwo jetzt immer nach da zu dampfen.
Ja, mein Moderator-Mikro ist in der Reparatur. Kommt wieder. Alles wird besser mit Moderator-Mikro. Versprochen. Ah, ja, natürlich. Papa-Bär. Pfeilknatter-Bär. Ja, komm, ey. Geh weg. Achso, fahr doch! Dummer Fahrstuhl. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier sind wir, ja. Wie gesagt, das habe ich ja auch erst alles einmal gespielt. Tschüss, ihr Welpendingers. Auf Wiedersehen. Nein, ich habe nichts mitbekommen. Hat der Tracker nichts angezeigt? Also, ich habe es nicht gesehen. Aber muss ich dann... Aua! Gleich mal schauen. Dann muss ich einmal direkt auf die Website schauen. Wo, habt ihr denn was im Stream gesehen? Ah, ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Habt ihr es gesehen? Ist es untergegangen, als ich vielleicht offline war? Oh Gott. Nee, das habe ich wie gesagt leider nicht gesehen. Muss ich dann gleich nachschauen. Nee, mittlerweile geht es ja nicht mehr über den Donation Tracker, sondern über Twitch Alerts und das sollte auch funktionieren, wenn ich Dutz. Achso, ja, das hatten wir ja schon. Aber können trotzdem mal zurückkehren. Das sollte prinzipiell ankommen. Wie gesagt, das macht das Ding automatisch. Wie nennt man das, wenn man den Gegner mit dem Gewehr stand? K-Dotachen. Parry würde ich das einfach nennen. Das ist quasi das Parieren aus Dark Souls. Nur jetzt hier mit dem Gewehr oder mit dem Schießkolben. Vielleicht hat er gar nichts gespendet. Oder vielleicht war es Manuel Neuer. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Kam leider nicht an hier bei mir. Also besser gesagt, ich schaue gleich. Beziehungsweise, was ich halt schauen kann. Ist ja alles hier schön verhandelt. Zumindest sehe ich einen PayPal-Eingang. Das kann ich bestätigen. Die Nachricht muss ich dann gleich dazu raussuchen. Nee, das ging leider unter. Wann auch immer. Oh Mann, ey. Lustige Amateur-Streamer hier. Amateur-Streamer der Herzen. Eigentlich könnte ich mich auch, glaube ich, Schalke 04-Streamer nennen. Das ist so das Niveau von Schalke im Moment. Das ist einfach unglaublich. So, was war denn? Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen hier hin. Menses Basis. Diesmal, nein, Dima, weil das hatten wir beim allerersten Mal gemacht. Da hatten wir Görmen und die Blutmondpräsenz. Das werden wir nicht nochmal machen, wegen den alternativen Enden. Also das haben wir direkt beim ersten Mal gemacht. Ja, heute ist der Wurm drin. Also das ist gleich... Das gleiche System, was mir die Follows anzeigt, das zeigt jetzt auch die Spenden an. Und wenn die Follows angezeigt werden, sollten auch die Spenden angezeigt werden. Wird beides nicht angezeigt, dann... Ja. Dann wäre kaputt. Aber ich habe es halt noch aktiv. Es sollte angezeigt werden. Von daher, wenn Twitch Alert nämlich jetzt auch kaputt ist, prinzipiell sollte es gehen. Welches Level? Ich glaube, mir kann man nicht mehr helfen. Ich bin 138 und im NG Plus und wir sind quasi auf dem schnellen Weg durch das Spiel. Um genau zu sein, eigentlich nur noch zwei Bosse und ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt recht zügig hinkriegen, wenn der gute Nikolaj jetzt kommt, denn wir sagen Boss Time in Bloodborne. I
shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Genau, Eisentakus. Da ist Hopfen und leichten Malz verloren. Da kann auch nicht mal mehr Klopp oder Tuchel helfen. Ach, ist das alles ein Elend. Ach komm, ey. Wie viel hast du? Achso, nicht viel. Naja, dann. So, schönen guten Tag, Herr Mikolasch. Wo sind deine Ads? Da ist das erste Ad. Ja, cool. So, Ad Nummer 1. Ja gut, da hätte ich vielleicht ein bisschen Stamina aufbewahren sollen. Ich mache mich voll aus Sicherheit. Noch ein. Naja, hurra. schöner Bosskampf. Also das muss ich sagen, ist so mit Abstand der dümmste Bosskampf. So, wie war das? Wir mussten jetzt irgendwo hoch. Ich weiß gar nicht mehr wo. Hier? Ja, ich glaube, hier war richtig. Ja, komm. Da ist noch einer hinter mir. Oh, Blutsviole, geh doch mal weg, ey. Da war noch einer hinter mir. Dann möchte ich jetzt bitte diese Blutsviolen mitnehmen. Dankeschön für Mitnehmen von Blutsviolen. Ja, schieß woanders hin. Nicht auf mich, bitte. So, jetzt mussten wir irgendwo runterjumpen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Noch höher. Da oben ist der Suppentrulli. So, wir mussten hinterher. Feststellen, dass die Tür zu ist. Ja, feststellen, dass die Tür zu ist. Hurra, machen uns nochmal voll. Du bist auch mal weg, bitte. Danke für weg sein. So, dann müssen wir hier hin. Rechts rum, links rum. Hoch sieht gut aus. Nee, hier sind wir runtergejumpt. Da wollen wir nicht hin. Wir müssen, glaube ich, dann nochmal weiter nach oben. Und irgendwo... Ne, das war zu hoch. Blutscheinbrocken nehme ich mit. Das sieht schon mal hier nicht falsch aus. Das sieht verdammt richtig aus. Gut. Das sieht gut aus. Dann läuten wir jetzt den zweiten Teil der Boss-Time ein, liebe Freunde. Wir buffen uns... Dead Gerät. Machen uns voll aus Sicherheitsgründen.
rankomme, ist das Problem. Wenn du einmal dran bist, der Gast ihn durch. Das ist ein Hit zu wenig. Toller Bosskampf. Beute erlegt. Yay! Ja, ich muss sagen, das ist so mitunter, glaube ich, muss ich sagen, der dümmste Bosskampf in Bloodborne. Da finde ich ja sogar die Hexe von Hamrick irgendwie cooler. Ich meine, die Idee, dass man ihn verfolgen muss, ist ganz witzig. Aber dass er dann, wenn du ihn halt gekriegt hast, halt quasi gar nichts macht und du ihn durchsägern kannst und die Ads halt mehr oder minder auch nur gimmicky sind, das fehlt irgendwie vom Gefühl, was beim Bosskampf. Wie gesagt, die Idee in diesem riesen Areal ist super, aber die Umsetzung zum Schluss ist halt irgendwie nicht so schön. Wie findet ihr den denn? So, danke für die GGs und GZ. Auf jeden Fall haben wir den ja dann auch ganz fix hier weggewubbelt. 300.000 Seelen und wir gehen voran. Wo gehen wir denn noch voran? Ich glaube, wir müssen hier vorangehen, ne? Oder? Wo müssen wir voran? Irgendwo war die Brücke. Ich weiß nicht mehr, wo die Brücke war. Oben? Oben Brücke? Oben Brücke könnte gut sein. Oben die Brücke könnte gut sein. Ja, und dass das Ganze hier so ein bisschen aufgebaut ist wie ein Irrgarten. Ja, hier. Hier sind wir richtig. Das sieht schon mal sehr gut aus. Perfekt. Dots. Dotachin hat was gefragt und aus einem Kelch-Dungeon. Die Frage ist, was habe ich aus dem Kelch-Dungeon gefunden? Keine Ahnung. Die Klauen habe ich aus dem Kelch-Dungeon. Die gibt's auch nur im Kelch-Dungeon. Halt die Bestien-Klauen. Ansonsten die besten Runen. Gibt's nur in den Dungeons, sowie die besten Blutgems gibt's auch nur in den Dungeons. Kann ich euch einmal ganz kurz zeigen, was ich mittlerweile für Runen drin habe, weil ich ja so viele jetzt die 5er Dungeons gespielt habe. Ich habe mittlerweile Runen, da sieht man's nicht, hier sieht man's, da sieht man's. Ich habe mittlerweile 19,5, 20,3, 19% Runen drin und die sind alle aus den 5er Dungeons. Also das heißt, kann ich nur nochmal sagen, wenn ihr einen Min-Maxen Char spielen wollt, mit den besten Runen, also mit den Runen meine ich jetzt Karyl-Runen, also die ihr euch hier in den Kopf tackern könnt. Hier diese maximale Ausdauer-GP-Rune und hast du nicht gesehen. Die gibt's halt nur in den Dungeons, plus die besten Gems für die Waffen gibt's nur im Dungeon. Das heißt, wer halt PvP min-maxen will, möglichst viel rausholen will, wird nicht umherkommen, diese 5er Dungeons zu farmen. Plus halt die Bestien klauen für die Weapon-Trophy. Achso, ich wollte ja noch ein Level leveln. Mit 290.000 Seelen kriege ich ja vielleicht nochmal Level hin. Welcome. What is it you did? Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Ach, die Sense. Die bekommst du, wenn du, Radek, den versteckten Boss machst. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und dann bei dem weiteren optionalen Boss, dann vielleicht stirbst Christus auch schon im Normal Game. Ansonsten in der Regel Christus halt erst im NG+. Achso, wieso gehe ich denn jetzt hier hin? Ja, es gibt drei Eide, mir. Und zwar werden die über diese Runen halt gesteuert. Es gibt drei Eide und zwar heißen die Eide in Bloodborne Eid der Henker. Der ist über Alfred. Eid der Ekelblüter, das ist über die Königin in Kanehurst und Jäger der Jäger über Lien die Krähe.
Und je nachdem, welche Rune du drin hast, in diesem Eid bist du dann. Ja, mehr Eide gibt's leider nicht. Das heißt, von dem versprochenen, naja, was heißt versprochenen, mehr oder minder angekündigten Hidden, du kannst in ein Eid, wo du dann zum Monster wirst und quasi als mehr oder minder NPC die Gegner terrorisieren. Das ist leider nicht im Spiel. Also das werden sie, wenn es je angedacht war, rausgecuttet haben, für ein DLC aufbewahrt haben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass Bestientum und die Bestienklaue das Einzige ist, was das Spiel ursprünglich zu bieten haben sollte in dieser Richtung, weil einen eigenen Stat für exakt nur eine Waffe ist ein bisschen dünn, oder? Ich glaube, die haben da irgendwas rausgecuttet, sei es jetzt, weil es nicht mehr fertig geworden ist oder weil es in irgendein DLC halt kommt, weil ein ganzer Stat nur für eine einzige Waffe, also Bestientum, ist halt irgendwie nicht so, also ich glaube schon, dass es geplant war, dass man halt komplett zur Bestie werden konnte und auch das im PvP eine Rolle spielen sollte mit Beast Mode Play. Das ist so mein Eindruck. Ich hoffe einfach mal, dass das vielleicht noch im DLC kommt. Oder sie haben es gecuttet, weil es einfach nicht gut war. Das kann natürlich auch sein. Bewachen die da? Brocken? Ja, Brocken. Dankeschön. Komm später wieder. Nochmal kurz den Shortcut aktivieren. Nee, einen Season Pass gibt es nicht. Ich gehe davon aus, dass die, hoffentlich, wenn überhaupt, nur ein großes DLC machen und nicht 500 kleine. Fände ich ein bisschen schade. Katuani, sei gegrüßt. Bis NG7 wird es prozentual schwieriger. Was auch Miakolos schreibt, also bis NG7 skaliert es hoch. Ab NG7 werden die Gegner nicht mehr schwerer. Das war der Shortcut, ne? Den müssen wir uns erstmal holen. Da waren die drei Knatterschatten von Janam. Ja, wir haben 35.000 Seelen. Im Endeffekt könnten wir einfach mal kurz den kurzen Weg machen. Einfach mal kurz vorbeirennen. Brauchen wir nicht, geh weg. Da konnten wir, glaube ich, das Schwein umkurven, bin mir aber nicht mehr sicher. Hallo Schwein. Auf Wiedersehen, Schwein. Da war irgendwo noch ein zweites Schwein. Brocken. Ich will loot. Looten muss ich. Au, oh, ich bin mit dem Schwein. Okay, doppelt. Ich wurde gedoppelt Schweins. Aber ich hab den Loot. Ach, egal. Sultatus. Komm gut ins Bett, beziehungsweise schönen Abend noch, mein lieber, schönes Wochenende. See you on YouTube. Genau, es wird ja auf YouTube hochgeladen. Ja. Wow, er spielt immer noch das Spiel. Hat er nicht schon längst alles? Nee, Sunfire. Tatsächlich nicht. Uns fehlen noch zwei Trophies. Das heißt, eine werden wir gleich bekommen und dann fangen wir nochmal einen einfach neuen Run an. Ich glaube, ich renne jetzt einfach durch. Scheiß auf den Loot. Das Einzige, was ich diesen Durchgang nochmal machen möchte, ich möchte diese Tante, die da vorne steht, mal anhitten. Diesen Geist. Den hatten wir ja letztes Mal ignoriert und dann war er weg. Das würde mich halt tatsächlich nochmal interessieren, was dieser Geist halt macht. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo der stand. Obwohl, kommen die nach? Anscheinend nicht. Könnten wir das Schwein hier mal Shane backstabben. Dann nervt uns das nicht. Achso, brauche ich gar nicht. Shane backstabben ist nach einem Backstab tot. Naja, wunderbar. Kann ja so einfach sein, das Leben.
zwei Schweine. Da komme ich auch nicht weg. Also ich kann nicht vorbeirennen. Ich müsste wenn dodgen. Oh, komm, ich gehe unten rum. Da gab es auch einen Weg, glaube ich, links lang. Ja, genau, Eisentakus. Die beiden Enten fehlen. Aber ich habe keinen Bock, die beiden Schweine zu machen. Bei dem Spiel sieht alles so eintönig langweilig aus. Soul Flood Warrior. Ich weiß ja nicht, magst du Demon Souls und Dark Souls? Weil es ist dasselbe, nur mit einem anderen Setting und einem leicht abgewandelten Kampfsystem. Also ich finde es ganz und gar nicht langweilig. Das Spiel ist richtig geil. Aber klar, es ist natürlich wie immer Geschmackssache. Das Einzige, was man diesem Spiel im Gegensatz zu Dark Souls vorwerfen kann, ist es halt in allen Bereichen sehr, sehr düster. Außer vielleicht in Kanehurst. Das ist halt so mit Abstand das hellste Gebiet, wegen der Schneelandschaft. Hier fehlen halt einfach die sonnigen Hintergründe von Arnor Londo oder von hier Heidis Powerleuchtfeuer. Klar, das hast du hier halt definitiv nicht. Hier konnte man, glaube ich, rum und die Schweine andersrum passieren. Ah, nein, hier nicht. Sackgasse. Das war andere Seite. Dann war es hier irgendwo. Ja, ich glaube, hier war es. Ich glaube, das war der Weg, wie man an die Schweinis vorbei konnte. Dann konnten wir die nämlich skippen und mussten nur noch diese Schatten von Jana machen. Bin mir gerade aber nicht sicher. Aber ich glaube, das war so. Genau, da waren die drei Schatten von Janam. Die Schweine liegen jetzt hinter uns, aber es waren sogar vier Schatten von Janam. Hallo, lustige Maid. Ich komme gleich später zu dir. Ich wollte nur mal den Shortcut aktivieren. Den Shortcut aktiviere ich gleich hier. Das machen wir auch jetzt bitte mal direkt. Zack und bumm. Einmal Shortcut aktivieren. Hurra für Shortcut. Ne, das war noch nicht mal der Shortcut. War der Shortcut oben. Wo war denn jetzt der Shortcut? Das war der Bosskampf, da will ich noch nicht hin. Ich wollte erst einen Shortcut aktivieren. Moment mal, wo war denn der Shortcut? Um düster zu wirken, könnte es farbenfroher sein. Ja, es ist halt dieses altviktorianische Setting halt. Wie gesagt, klar, muss man... Das ist die Tante. Moment, bevor ich die jetzt anhitte, aktiviere ich mal den Shortcut. Genau, jetzt sind wir hier. So, diese gute Janam-Tante hatten wir ja mehr oder minder gestern im Dungeon besiegt. Und sie schaut da oben zu ihrem Kind. Und sie hat wahrscheinlich schon geboren, weil das Kind ja da oben ist. Ja. Menstruierende Janam-Königin. Ich greife die jetzt mal an. Im ersten Durchgang hatten wir es nicht gemacht. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Nix. Droppt nix, macht nix, passiert nix. Wahrscheinlich wird der Bosskampf jetzt 500 mal schwerer, weil ich die jetzt angehittet habe. So, dann kommt jetzt die lustige. Oh, dieses Kindergeschrei. Boss-Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen gegen die feuchte Krankenschwester in die Schlacht.
Ja, den Janan-Stein habe ich. Aber wir wissen nicht, wofür der gut ist, Mia. Den haben wir gestern bekommen. So, was war denn hier die Taktik? Rumdodgen? Ah, oder das war wieder diese One-Hit-Taktik, ne, irgendwie. Ich weiß nicht mehr die Taktik. Ich weiß nicht mehr die Taktik. Wie hatten wir denn gemacht? Sind wir einfach rumgedodged? Rumdodgen ging nicht, weil wegen 360 Grad, ne? Oder doch, rumdodgen ging anscheinend. Irgendwie ging das. Ich weiß noch nicht mehr genau wie. Und hier war die Taktik eigentlich ziemlich easy. Wenn auch ziemlich bumsdumm. Ich glaube, damit sind wir am besten gefahren. Einfach rennen. Und diese Phase einfach aussitzen. Weil das Ding sich jetzt quasi in zwei Mopeds spaltet. Und irgendwie zweimal 360 Grad Angriffe hat. Und dementsprechend, ja, renne ich hier einfach jetzt im Kreis. Boah. Ist zwar jetzt nicht die beste Strategie für Speedrunner, weil der Kampf dadurch halt arschlange dauert, weil ich in der gesamten Phase keinen Schaden mache. Aber bevor ich mich da halt von zwei Mopeds wegschnitzeln lasse, renne ich hier einfach mal im Kreis. Ihr seht's. Und da bin ich halt in das Moped halt reingerannt. Nicht so clever. So, Phase zu Ende und wir können weitermachen. Hurra. Ah, da komme ich nicht rum. Da komme ich nicht rum. Oder ich müsste links rumdodgen vielleicht. Da muss ich genau hinterstehen, ne? Überlege noch. Ja, ich habe den Kampf ja auch erst ein, zwei Mal gespielt. Ob da halt noch was kam. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Schon so lange her. Ich glaube, es war Angriff baiten und dann draufhauen. Run, 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 baby, run, 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 run. Run, run, run! Wow. Vielleicht dann in eine Richtung rennen. Run, 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 baby, run, 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 run. Bisschen Stamina regenerieren. Bisschen rennen. Alles super. Oh, ein bisschen Stamina mal wieder regenerieren. So, Phase vorbei. Hurra. Da ist Boss Moped. Ja, ich glaube, genau hinter dem Moped wäre man irgendwie sicher. Aber so ganz sicher bin ich da nicht, wo ich sicher bin. Deswegen spiele ich erstmal safe. So, war ja schon mal wieder eine gute Schadenswelle. Und dann machen wir mal hier lustig weiter.
Safe is safe. Na 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 na. Ja, ich glaube, da ist man nicht safe hinten, weil es halt komplett einmal rumgeht. Und wenn man dann irgendwie nicht dahinter steht, kommt man... Oh, doch, man kommt dahinter. Und nochmal die lustige Rennphase. Und wir rennen im Sauseschritt und bringen keinen Schaden mit auf unserem Himmelsritt. Rennen. Und rennen. Yay. Und rennen. Super Taktik. Ja, komm, mach doch mal wieder das Licht an. Ist so dunkel hier. Ich habe Angst im Dunkeln. Dankeschön. Dankeschön für Licht. So, Frau Menzies, Mergos Hebamme, die im Originalen übrigens Web Nurse heißt. Deswegen gerade auch von mir die Übersetzung mit feuchte Krankenschwester. Die haben sie halt nicht getreu übersetzt. Na komm, ey, mach da nochmal irgendwie einen schönen Angriff. Nein! Greedy! Gott, fuck Greed! Der Gott, fuck. Der Gott des Greedes. Ah, hier auch im Livestream anwesend. Sie kann halt dann diesen Doppelschwing halt machen. Kann, muss nicht. Und davor habe ich ehrlich gesagt Angst. Der ist mir am liebsten. Weil man danach halt so ein bisschen Zeit hat. Nee. Abbruch. Abbruch wegen Nebel. So. Hallo, kleines Kind. Ja, und keine Ahnung, warum der Kampf hier so verzögert endet. Da habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt, ob ich irgendwas falsch mache, aber Albtraum erschlagen. Yay! Hell yeah! Und Dutz! Den Boss musst du zu zweit bekämpfen, weil er dann auch nach dieser Dunkelheit doppelt bleibt. Nein. Warum? Will ich nicht. So. Leveln kann ich nicht. Good Hunter. Jaja, du mich auch. Wubbeli, wubbeli. So. Das, wir nähern uns dem Ende des ersten Durchgangs. Allerdings, ja, wie gesagt, ja, Pause, ne? 0 Uhr hatten wir ja mehr oder minder gesagt. Das heißt, wir könnten jetzt mal die Pause ein bisschen vorziehen, weil ich auch gerade auf Klo muss. Ich weiß, wir sind auch gerade auf einem guten Zuschauerweg, aber trotzdem, sorry, dass es am Anfang so holprig war. Machen wir jetzt halt ein bisschen Pause für alle, die ganz kurz sich einen Snack machen wollen, wie angekündigt.
kurz auf Klo gehen. Ich bin eher schon wieder da, dann können wir noch über Spiel ein bisschen quatschen. Ich mute mich derweil und lege jetzt auch mal nichts ins Overlay. Bin gleich wieder da. Allerdings, wie gesagt, wer jetzt halt eben die Pause machen möchte, feel free. Ich hole mir auch eben noch was zu trinken. Bis gleich. So. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Ja, bin auf dem Weg schon dran, Momoxia. Trotzdem danke für die Erinnerung. Bin dabei.
So. Ja, ich glaube, es ist sogar noch eine zweite Spende untergegangen, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Wie gesagt, warum das jetzt heute auch nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Ich schrei gleich. Sekunde, da. Eventuell werden auch die Follower im Moment nicht angezeigt. Warum, weiß ich ebenfalls nicht. Gönnt mir erstmal einen ganz kurzen Schluck Punika. So, Hans Banger, trotz Ausfälle ein sehr interessanter Stream. Und 2 Euro vom Hans, das war um 23.05 Uhr ist es hier angekommen. Dankeschön Hans dafür. Und der gute Nightcry um 4 Minuten vor 12 für den Moped-mäßigsten Moped-Manns-Less. Ganze 10 Euro Nightcry, ey, alter Schwede, du bist verrückt, so viel. Ich hoffe, du kannst es dir erlauben, mein Lieber. Sorry, dass es nicht angezeigt wurde. Wahrscheinlich wie auch die Follows. Ich danke dementsprechend auch die Follower, die auf den Follow-Button geklickt haben. Technische Probleme. Es sollte angezeigt werden. Warum, weiß ich nicht. Ich kann es ganz kurz nochmal testen. Auf jeden Fall Nightcry. Dankeschön. Was ich einmal machen kann, ich kann einfach hier mal hingehen. So, mal gucken, ob jetzt was ankommt. Ich habe jetzt mal einen Test gemacht. Normalerweise sollte jetzt gleich ein Test-Donation kommen. Anscheinend nicht. Cool. Ich weiß auch, woran es liegt. Es liegt an mir. Und zwar habe ich heute wieder das Horn des Monats. Ja, ihr dürft mich heute Amateur nennen. Ich weiß, woran es liegt. Und zwar liegt es daran, dass ich XSplit gestartet habe, bevor die Internetverbindung vom Router wieder da war. Dementsprechend konnte sich die Seite nicht mit der Follower- und Donation-Seite verknüpfen. Ich müsste jetzt einmal XSplit neu starten, dann würde die Seite sich wieder verbinden. Es liegt daran, dass ich XSplit zu früh gestartet habe. Ich habe den Fehler gefunden. Aber Leute, seht's mir nach, wenn ich den Stream jetzt nicht nochmal deswegen neu starte. Nächstes Mal ist es wieder dabei. Ich gucke am Ende des Streams nochmal in die Donations rein, ob wer dazugekommen ist, beziehungsweise noch was gespendet wurde. Und an die Follower sage ich danke. Heute ist echt nicht mein Tag. Heute ist echt nicht mein Tag, ey. Ja, ich habe XSplit zu früh gestartet, da war noch keine Internetverbindung da. Daran lag's. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Aber zumindest haben wir den Fehler gefunden. Man muss immer mal das Gehirn anstrengen. Schreibt eine 1 in den Chat, wenn ihr das Ende sehen wollt, wo wir keinen der Bosse umhauen. Schreibt eine 2 in den Chat, wenn wir einen der optionalen Endbosse umhauen wollen. 1 für kein Boss, 2 für, wir nennen dann jetzt mal Görmen. 1 oder 2, was soll ich machen? Ihr habt die Wahl. Und ich habe vergessen, Liquid nachzufüllen. Oh, das muss ich nochmal machen, sonst habe ich nicht zu dampfen. Die Lemo ist so durstig. Die Lemo ist so durstig. Gott, Spike oder eines der Mods, kann das mal einer zählen? Weil das sieht sehr split aus. Ich hätte gedacht, es ist einheitlicher. Ja, ich glaube, so wie es aussieht, müsste ich wirklich Strawpoll machen. Aber heute nicht, bitte. Nicht heute, weil bei meinem Glück stürzt alles ab. Wäre cool, wenn vielleicht ein Mod das einmal durchscrollen könnte und zählen würde. Ich hätte jetzt gedacht, es ist einheitlich 1 oder 2. Dass die Meinung so split ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Einmal kurz halt durchzählen eventuell. Tendenziell sieht es wirklich 50-50 aus. Scuffle One. Ja, dann viel Spaß bei LOL, mein Lieber.
viel Spaß bei LOL. Schön, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. $16 für $1. Okay. Und das erste Ende mit beiden optionalen Bossen haben wir ja gesehen. Es geht jetzt darum, dass wir halt ein zweites Ende sehen. Und wenn die Mehrheit halt tatsächlich gesagt, Spike hat gesprochen, 16 für 1, 1 war keinen der Bosse, dann machen wir jetzt keinen der Bosse. Ja, dann warte ich nochmal ein, zwei Minuten, bis die meisten Leute wieder aus der Pause da sind. Und dann gucken wir uns das zweite alternative Ende an quasi. Ja, die Lemo hat richtig Durst. Aber die kann man mittlerweile richtig geil nachbefüllen. Das ist das Schöne daran. Gut. Dann. Achso, wir brauchen ja keine Waffen. Sagen wir mal dem guten Tag. Und stimmen dementsprechend zu. Genau, und was Pike sagt, natürlich danke fürs Abstimmen. Ja, gucken wir uns dann jetzt das Pazifistenende an. Bin ich schon gespannt drauf, ob das ebenso kryptisch ist wie das Ende, was wir bereits gesehen haben. Wo war der gute Rollermann denn? Ach, da oben. Good Hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Und wir reichen dieses Mal das Leben ein. Letztes Mal haben wir abgelehnt. Leben einreichen. Farewell, my keen hunter. Fear the blood. Also das Ende gefällt mir gar nicht. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Ja. Also wir werden einmal als Wurm wiedergeboren. Und einmal wachen wir entweder auf, weil wir im Traum sterben, oder wir träumen weiter, weil wir... Boah, das ist mein Fuck.
Mindfuck. Ach, jetzt sag ich nicht, ich kann das auch beim zweiten Mal nicht. Doch, ich kann es beim zweiten Mal beenden. Hurra. Oh mein Gott. Jetzt bin ich auf das dritte Ende gespannt.